Moin Moin YouTube, herzlich willkommen zum letzten Tag unseres Adventskalender-Openings. Wir haben den 24. Dezember und heute ist Weihnachten und wir lassen uns reich von unserem Adventskalender beschenken. Die letzte Karte, die ist eigentlich für alle bekannt, das ist der Weihnachts-Unterwäldler und auch die einzige Karte, die als Secret Rare hier drin ist. Ja, und wir werden diesmal noch ein bisschen über sie reden. Sie ist nämlich hier zum ersten Mal erschienen, ich weiß gar nicht... War sie irgendwie Promo? Ich glaube, in Japan war sie irgendwie so ein Jump-Promo. Ich weiß nicht, ob sie bei uns das war. Auf jeden Fall ist das, glaube ich, hier bei uns in Europa der First Print. Secret Rare Weihnachts Unterwäldler Level 6 Licht. Unterwäldler 1200 Angriffspunkte und 2500 Verteidigungspunkte. Du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand auf die Spielfeldseite deines Gegners in die Verteidigungsposition beschwören, indem du ein Monster als Tribut anbietest, das er kontrolliert. Falls sie auf diese Weise beschworen wird, während der Endphase des Spielzugs, du kannst eine Karte ziehen. Ist, ja, wie soll man das sagen, ist eine etwas bessere vulkanische Königin, weil man seinen Normal Summon eigentlich nicht verliert bei ihm. Und man Gegner das Monster einfach als Tribut anbieten kann, das zielt nicht. Und ist eigentlich ziemlich gut, vor allem gegen Bujins und halt Decks, wo man halt irgendwie Monster nicht anvisieren kann oder nicht zerstören kann, ist das eigentlich eine sehr, sehr gute Antwort. Das Problem ist halt, sie lässt den Gegner halt ziehen und sie wird auf jeden Fall auch im Verteidigungsmodus gespecialt mit 2500 Verteidigungspunkten. Hat er da schon ordentlich einen Booty und ja, Leute haben zuerst missinterpretiert, dass man selbst noch eine Karte ziehen könnte. Das wäre dann einfach unfair, wenn man gegnerische Monster als Tribut anbieten könnte und noch Karten ziehen könnte. Aber der Deck-Text gilt halt aus der Seite des Spielers dann, der das Ding kontrolliert und der darf dann die Karte ziehen. War an sich eigentlich eine ziemlich coole Karte. Der Weihnachtsunterwäldler ist ein netter Gag hier natürlich als letzte Karte. Irgendwas mit Weihnachten auch dann kombiniert zu haben. Santa Claus oder wie das Ding heißt im japanischen Original. Eine ziemlich coole Karte. Toll, dass man halt seinen Normal Summon nicht verliert in dem Spielzug, wo man seinen Effekt benutzt. Und wenn man halt tatsächlich das Ding umrennen kann, dann läuft man gar nicht so minus. Und kann man als Tech natürlich gerne mal ausprobieren. So, das war das letzte Opening für den Adventskalender. Hat mir sehr viel Spaß gemacht die letzten Tage. Ich musste sehr viel, mir was aus dem Kopf immer ziehen zu einigen Karten, weil es war doch relativ schwer, manchmal noch was Gutes oder was Schlechtes über die Karten herauszufinden, so dass man dann halt auch ordentlich was darüber erzählen kann. Hat aber eigentlich meistens immer ganz gut geklappt, glaube ich. Und ich bin eigentlich ganz froh, dieser Adventskalender ist deutlich besser gelungen, finde ich, als der Synchro-Kalender, der glaube ich drei Jahre vorher rausgekommen ist. Der hatte zwar auch ein paar gute Synchro-Reprints, vor allem Black Rose und Stardust, die halt immer sehr beliebt sind oder waren oder immer noch sind, glaube ich. Und hier sind auch einige tolle Karten wieder reprintet worden, wie Riesenfleischfeuch, Ingenieur, Gnomerbe. Ich finde Zerofan toll, dass sie einen Holo-Reprint bekommen hat, endlich. Und auch, dass hier Big Eye drin war, das war schön. Das hat nochmal seinen Preis ein bisschen runtergesetzt. Und der Weihnachtsunterwäldler ist eigentlich auch ziemlich, ziemlich cool, weil man den auch ganz lustig benutzen kann. Ist natürlich ein bisschen schade, dass hier jetzt kein Pack noch mit dabei war, das man noch öffnen konnte. Beim alten war noch ein Extreme Victory Pack. Ich weiß noch, letztes Jahr hatte ich dann aus dem Extreme Victory sogar einen Necklord Imperator Skill als Secret gezogen, weil er halt keine Tour gab, aber trotzdem richtig cool. Und es war auch eine ganz coole Erfahrung mal. Ich habe alle 24 Videos angecuttet aufgenommen. Das heißt, ich habe ein bisschen so geübt, hier auch ein bisschen, ohne Cutten die Videos mal rüberzubringen. Hat ja sonst auch so schon immer ganz gut geklappt, aber ich wollte noch ein bisschen mehr Erfahrung da sammeln. Hat eigentlich auch sehr schön hier geklappt. Sehr schöne Pulls. Natürlich war das meiste schon bekannt. Norito ist auch noch toll, dass der seinen Reprint hier bekommen hat, weil der war vorher als Secret Rare doch relativ teuer dafür, dass er halt nicht gespielt wurde, weil da halt noch so viel Potenzial hinter der Karte steckt und man muss sehen, wie es dann halt weiterläuft. Ich hoffe, euch hat auch dieses Format gefallen. Mir auf jeden Fall. Es war natürlich eine Menge Arbeit, 24 Videos zu produzieren und dann jeden Tag immer bereit zu sein und wieder was Neues über Karten zu erzählen, von dem man meist teilweise auch gar keine Ahnung hat, wo man das Deck nie gespielt hat oder nur halt so vom Hörensagen kennt oder wo man gerade die Karte erst durchgelesen hat. Ist doch schon ein bisschen schwer gewesen, aber an sich eigentlich ziemlich cool. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video heute gefallen. Ich wünsche euch eine frohe Weihnachten, viel Spaß oder ja, viel Spaß bei der Bescherung, dass ihr eine gute Bescherung haben werdet. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Das war's hier von mir. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin und frohe Weihnachten.